Eho, meine Lieben, heute machen wir uns eine Dönerpizza. Genau. Ja, hier habe ich schon den Teig für die ersten zwei. Ja, gestern vorbereitet. Dazu gibt es eine kleine kurze Rückblende. Nicht so aufwendig, nur eine ganz kleine Rückblende. Dönerpizza mit Original Dönerfleisch und Zwiebeln, was halt so drauf kommt. Und das kleine Special machen wir jetzt noch selber Soßen. Ich habe mal was ausgedacht, ausprobieren, machen. Du machst, glaube ich, eine Knoblauchsoße. Ja. Und ja, gehen wir rüber in die kleine Küche. Kleine, aber feine Küche. Und legen wir los. 1 Kilo Caputo-Mehl, etwa Semola, 25 Gramm Salz in etwa, bis jetzt sind 620 Gramm Wasser und ein paar italienische Gewürze. Gut, jetzt muss ich schauen, wie der Teig wird, ob ich noch ein klein bisschen Wasser hinzutue. Ja, und so muss ich heute schon den Teig zusammen, damit es dann morgen mit den Pizzen, naja, weitergehen kann. Ja, in dem Sinne sehen wir uns dann morgen. Teigboller werden dann schön wieder in Formen rein, im Kühlschrank kühl gelagert und dann morgen rausgeholt. Naja, aber ja, laufendes Video unterbrochen, kleiner Rückblick, weiter geht's. Hier noch schnell die Teigboller für den Vorher-Nachher-Vergleich. So sehen sie heute aus und dann gucken wir mal, wie sie dann morgen aussehen. Jo, Spatzel, fangen wir an, oder? Ja. Jo, Cam läuft, glaube ich, schon. Gut, was haben wir hier? Creme fraiche. Kriegt jeder einen Becher. Ich mache jetzt so eine Art rote Soße oder eine rote Soße mit Paprikamark. Creme fraiche, bisschen Zwiebel. Zitrone. Salz, Pfeffer, Paprika haben wir da. Da haben wir ein paar Zwiebeln, Knoblauch und ja, ich fange jetzt einfach einmal an mit meinem Küchenmoped. Da brauche ich jetzt eine Knoblauchzehe bitte. So, danke schön. Die Zwiebel bitte einmal halbieren, das reicht mir. Gut, mehr brauche ich dazu nicht. Ein bisschen mehr, wenn drin wäre, würde man sogar noch feiner kriegen. Aber mir reicht das Ganze. So ist mal runter und dann ziehe ich nochmal durch. Willst du das Küchenmoped auch noch haben? Nee, brauche ich nicht. Brauchst du nicht? Gut. Na, mir fällt jetzt schon alles aus der Hand. Solange es nachher nicht die fertige Pizza ist, ist alles gut. Dankeschön. So. Na komm, da kann ich das Ding auch gleich leer machen. Brut. Genau. Ja, der geht schon wieder nicht. Thank you.
ein bisschen Pfeffer noch dazu. Ah, genau, den brauchen wir auch noch. Aber heute möchte er auch nicht so. Die kann man sich die Dips kann man sich dann nachher auf der fertigen Pizza verteilen. Die Pizzastückchen darin eintunken, wie man das möchte. Ein bisschen Zucker brauche ich auch noch. Ein bisschen getrocknete Petersilie dazu. Sieht ein bisschen schöner aus. Ich brauche noch ein bisschen Zucker. Ich habe wohl ein bisschen viel Zitrone erwischt. Noch ein bisschen Paprika bei mir. Jetzt ist lecker. Dann werden jetzt noch die Zwiebeln klein geschnitten. Und dann das Fleisch, das Dönerfleisch. Das kann ich mal schon mal rausgeben. Das zeige ich euch nämlich auch gleich. Da war Manu beim Einkaufen. Und ich weiß ja nicht, wie viel Pizzen sie machen will. Aber das Fleisch reicht definitiv locker für ein paar Pizzas aus oder Pizzen. Jawohl. Gut. Zwiebeln weiter schnippeln und nachher geht es dann mit dem Teig weiter. Was man natürlich nicht vergessen sollte, noch eine kleine Tomatensoße unten drunter. Und die wird jetzt ganz einfach hergestellt aus ein bisschen Tomatenmark, ein paar Kräuter und ein bisschen Wasser, oder? Wasser ist ein bisschen. Ja, fertig. Also so einfach ist es. Ein paar italienische Kräuter rein und fertig, dann haben wir unsere Tomatensoße. Und dann können wir auch schon ja, gleich mit der Pizza loslegen. Ich halte schon mal den Pizzaofen an. An Käse haben wir an Mozzarella und an Gouda. Ja, und dann haben wir eigentlich alle Zutaten zusammen. So, Freunde, ein bisschen Semola hier drauf. Und dann gucken wir mal, wie das heute hinhaut mit meinem Teig. Da bin ich selber wieder mal gespannt. Komm jetzt raus, du Feigling. So. Oh ja, doch ein bisschen klebrig ist er wieder mal. Oh, verdammt. Soll die Pizza auf Anhieb nichts werden, mache ich wieder einen Knödel, aber dann muss der Teig wieder ruhen. Spatzel, ein bisschen Semola hier drauf. Ein bisschen? Ja. Ein klein bisschen, nicht viel. Ja. Gut. Einfach so, dass er nicht so extrem an der Finger kleben bleibt. Da legst du mir am Arsch. Das ist ja fast eine runde Pizza. Wenn der Teig noch so bleibt, dann ist gut.
dann erkläre ich es auch als Zufall. Tust du mir auf die zwei Pizzaschieber bitte ein bisschen was drauf? Naja, zumindest fast rund. Gilt auch. So, dann postieren wir die nämlich gleich hier drunter. Dann haben wir es nachher einfacher. Vielleicht sollte ich doch nicht auf dem gewölbten Blech das machen in Zukunft. Blechbrett. Boah, heute ist Tag des Versprechens. Der Versprecher. Bleib jetzt so, blöder Teig. Jo. Bisschen was von der Soße unten rein. Käse, Käse, Käse. Klein bisschen Käse. Das war jetzt der Mozzarella für uns. Der Mozzarella, ja. Jawohl. Fleisch können wir ja ordentlich drauf donnern. Endlich mal eine Dönerpizza mit ordentlich Fleisch drauf. Habe ich gut gemacht, gell, mein Schatz? So. Dann noch schön die Zwiebeln drüber. Das Dönerfleisch ist gewürzt, das habe ich probiert, das schmeckt lecker. Ja, und dann kannst du noch schön Käse oben drüber wuchten. Und dann kommt es in den Pizzagrill rein. Licht an, Spot an, dann ja, den Deckel auf, Pizza rein, oder Ruck. Das Spiel kennen wir ja schon mit dem Hochdrehen danach, dass oben der Ring sauber mitheizt. Ja, und dann heißt abwarten, bis die Pizza fertig ist. Keine Ahnung, wie lang, nachgucken, ja, sieht gut aus, dauert noch. Gucken wir mal wieder, eventuell jetzt drehen. Lieber einmal mehr drehen als einmal zu wenig. So, dann werde ich die Pizza noch einmal drehen. Aber so langsam wird sie, ja. Ja. Und die Cam stelle ich dann schon wieder rüber, dass wir dann auch gleich die Pizza schnibbeln können. Und dann kommt das Beste im ganzen Video, die fertige Pizza. So, dann räumen wir mal. Ui. Also heiß ist es schon mal, Leute. Das kann ich schon mal garantieren. Ja, anders geschnitten heute.
Und das letzte Mal in dem Pizza-Video hatte ich ja, glaube ich, einen Schnellteig gemacht. Und heute sieht man wieder so richtig schön den Unterschied zwischen Schnellteig und einem schönen, langsam gemachten. Der geht viel mehr hoch und ist viel fluffiger. So, ich brauche jetzt noch 2 Löffelchen für meine Soße. Und dann können wir probieren. So, dann nehme ich mir hier ein Stückchen raus und tue mir jeweils dann Kämme erst einmal hoch. Jawohl, so gefällt mir das besser. Schwarz, du kannst auch gleich mit herkommen und probieren. Dann probieren wir mit der Knoblauchsoße an. Drei. Meine Soße. Auch geil. Es ist heiß. Boah. Die Pizza ist geil. Ja. Und so mache ich jetzt noch die restlichen Pizzas für uns. Und sobald wir fertig gegessen haben, sehen wir uns wieder. Vielleicht spitzenmäßig. Vielleicht zeige ich nachher noch die nächsten Pizzas, wenn sie fertig sind. Ja, da ist Pizza Nummer 2 für kleine Monster, wo keine Zwiebeln wollen. Dönerpizza komplett ohne Zwiebel. Naja. Bitteschön, Alina. Danke. Wow. Leute, wenn ob ihr es jetzt glaubt oder nicht, wir haben jetzt wirklich nur 2 Pizzas gemacht. Manu und ich, wir haben uns eine geteilt. Aber ich muss sagen, die Pizza war sehr lecker. War ja. Die richtige Dönerpizza. Und ja. Aber wir stinken beide richtig nach. Ja, du stinkst nach Knoblauch. Ja, du genauso, ja. Ach so, da war ja was. Wir beide riechen danach. Ja, die Soßen, die Dips dazu sehr lecker. Auch wenn ich meine persönlich selber ein bisschen sehr salzig fand. Aber dann auf der Pizza drauf und so. Das schmeckt man dann nicht mehr. Genau. Ansonsten die Soßenidee, was ich jetzt so gehabt habe. Geil. Kommt gut. Ja. Die Knoblauchsoße hervorragend, die ganze Dönerpizza hervorragend, der Teig nach Waldis Pizzakanal, wenn der einen Tag über oder Nacht über im Kühlschrank war, am nächsten Tag rechtzeitig rausgenommen war. Ihr habt es gesehen, die Pizzas waren dieses Mal doch relativ schön rund. Astrein, wunderbar. Jo. Ja, genau. Gut. Und wir werden jetzt die nächsten 1 oder 2 Tage noch Dönerpizza essen können. Weil wir heute so wenig gegessen haben. Egal. Wir haben was zum Essen. Wir sind glücklich. Und Däumchen nach oben, wenn es gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Alina, war sie gut? Ja. Obwohl, die hat noch dicke Backen. Die ist noch gut. Ja, Leute, was soll ich sagen? Der nächste Tag. Spatzel hat meine Pizza gemacht. Ich bin beim Spielen gekocht. Mal richtig, richtig gut geworden. Richtig schön gemacht. Jawohl. Und? Ja. Ihre eigene mit Peperoni und Feta-Käse ist es? Genau. Okay. Kommen noch Zwiebeln drauf, genug und Käse drauf. Alles klar. Dann lassen wir uns muss ich die Pizzas nicht mehr, in Zukunft nicht mehr alleine machen. Ja, das war mir schon klar. Gut, Leute, das war jetzt aber noch ein kleiner... Ja, paar kleine Nebenaufnahmen, richtig. Sagen wir es mal so. Und so sieht die zweite Pizza dann fertig und angeschnippelt und angefuttert aus. Jawohl, schmeckt sie dir? Wunderbar. Na also. Ist halt nicht kalorienbewusst, ne? Gut, aber wir sind jetzt definitiv komplett raus aus dem Video.